Jetzt ist es raus. Natalie Volk zeigt sich frisch verliebt auf den Malediven. Aber wer ist der Neue an ihrer Seite? Bevor wir das klären, schauen wir, was bisher im Liebesleben der Natalie Volk geschehen ist. 5 Jahre lang ist er ihre große Liebe, Unternehmer Frank Otto. Doch 2020 der Schock? Das ungleiche, aber immer schwer verliebt wirkende Paar gibt bekannt, wir gehen getrennte Wege. Der Grund? Die Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin soll sich Hals über Kopf in einen anderen Mann verliebt haben. Ihre neue Liebe, Hells Angels-Rocker Timur. Doch so schnell die Romanze begonnen hat, endet sie auch wieder. Trotz Blitzverlobung trennt sich das Paar Ende 2021. Nun gibt es aber einen neuen an ihrer Seite, wie ein Kuschelschnappschuss der Brünetten auf Instagram zeigt. Die 25-Jährige zeigt sich hier im Mini-Bikini glücklich in seinen Armen. Samuel. Auf Instagram präsentiert sich der Neue, der nach Angaben der BZ Berlin mit vollem Namen Samuel Azarev heißt, gerne ganz entspannt und mit Sonnenbrille. Dieses geliebte Accessoire trägt er jetzt auch beim Urlauben mit Natalie. Wie die BZ Berlin ebenso berichtet, kennt sich das jetzt zuttelnde Paar jedoch schon länger. Bereits 2014 sollen sich die beiden auf der Aftershow-Party von Germany's Next Topmodel kennengelernt haben. Ob es damals schon funkt, wissen wir nicht. Doch nun sind die beiden frisch verliebt und teilen ihr gemeinsames Glück mit der Öffentlichkeit. Das romantische Selfie postet auch Samuel in seiner Story und versieht es mit 3 großen Herzen. Nachdem Natalie viele Frösche küssen musste, hoffen wir sehr, dass der Reality-TV-Star jetzt ihren Prinzen gefunden hat.